Ja, herzlich willkommen hier auf Radio Rüsselsheim zur Sendung Ortszeit. Wer jetzt das Intro von der Ortszeit vermisst, ist ein bisschen enttäuscht. Wer den Marc Ehren vermisst, ist auch enttäuscht. Aber im Leben geht es auch um Enttäuschung. Mein Name ist Hartmut Krause und wir machen eigentlich so ein bisschen fast eine Tacheles-Sendung in der Sendung Ortszeit, wobei Ortszeit ja auch nicht unpolitisch ist. Und zu Gast, ganz spontan, das haben wir heute Morgen noch gar nicht gewusst, der Achim Weidner. Hallo Rüsselsheim, hallo Raumzeit. Genau. Und wenn wir uns natürlich ein bisschen komisch anhören, das liegt jetzt nicht an Ihrem Radio, sondern wir haben ja einfach gesagt, wir müssen Corona. Und wir sind auch keine Echsenwesen, ja. Das ist, wir atmen durch FFP2-Masken. Ja? Gut. Also wir sind beide noch nicht geimpft, ne, oder? Ich bin aber negativ getestet worden. Ist das gut, ne? Ja, am letzten Jahr. Ja, genau. Ich bin schon mal positiv getestet worden, aber es war letztes Jahr. Also ja, von daher sind wir Obwohl, letzte Woche bin ich auch negativ getestet worden, weil ich arbeite bei der Post und die bieten zweimal die Woche einen kostenlosen Test an. Das ist der Arbeitgeber, der macht das, ist doch gut, ja. Genau, also von daher, wir halten uns an die Regeln. Abstand. Genau, aber es geht jetzt nicht um Corona. Nein. Ne? Da sagen die Leute, du liebe Zeit, dieses Thema lässt uns nicht los. Und ich kenne das auch von zu Hause, wo meine Tochter, die ist 14, sagt, Papa, bitte keine Nachrichten mehr. Ja. Weil irgendwie keine Nachrichten ohne Corona. Jetzt haben wir andere Nachrichten und deshalb habe ich dich ja eingeladen. Mhm. Es geht um die neu gewählte Stadtverordnetenversammlung. Das Fieber steigt, die Nervosität nimmt zu, ja. Man muss dazu erklären, also für die, die es jetzt noch nicht wussten, am Donnerstag, den 29. trefft ihr euch das erste Mal in der Stadthalle. Mhm. Übertragen wir live um 18 Uhr? Ja, das hoffe ich. Klar. Ja, es müssen ja alle zustimmen. Ja, klar. Ja, also wenn nicht, tritt dir mal in den Arsch. Jetzt aber mal für Leute, die dich nicht kennen sollten. Mhm. Sowas sollte es ja geben, ne? Kannst du mal dich kurz vorstellen? Ja, mein Name ist Achim Weidner, 62 Jahre. Ich gehöre zur Hochrisikogruppe, bin aber bester Gesundheit, habe zugelegt während der Corona. Warum? Ich habe den sozialen Kontakt gemieden. War mehr zwischen Schlafzimmer und Arbeitsplatz unterwegs, das Opfer von Homeoffice, bin aber guter Dinge. Ja, du musst dich nicht entschuldigen, ist ja Radio, sieht ja keiner. Nein, genau, aber die Leute machen die Augen zu und wissen, was Radien sind. Ja, von Beruf bin ich seit 25 Jahren selbstständig, befasse mich mit Internet. Jetzt haben wir neue Programmpunkte wie Online-Veranstaltungen. Wir arbeiten jetzt zum Beispiel, dass man Online-Demokratie bei mir kaufen kann, zum Beispiel Online-Wahlen für Vereine in ganz Hessen, so als Beispiel. Also mache viel mit Internet. Politisch habe ich jetzt die letzten Jahre, die letzte Wahlperiode Radio Rüsselsheim bei den Stadtverordnetenversammlungen vertreten, habe dort die Live-Übertragung gemacht, bin dann im letzten Jahr zu den Freien Wählern gestoßen, cooler Name und jetzt geht es ja darum, politische Ereignisse zu bewerten, dass die Stadt doch weiter sich entwickeln kann. Aber wir wollen ja nicht über Interna reden, wir wollen ja sozusagen allgemein mal darüber sprechen, welche Erwartungen in Rüsselsheim enttäuscht oder erfüllt oder was auch immer werden und dass man mal so ein bisschen plaudert aus 5 Jahren Beobachtung der Kommunalpolitik mit Ausblick, was da jetzt auf uns zukommen könnte. Genau, also jetzt müssen wir erstmal die Ausgangslage. Ausgangslage würde ich, okay. Ja, genau, also wir hatten ja am 14. März die Wahl. Ja. Und da hat sich gezeigt, dass die CDU zwar Stimmenverluste hatte, aber trotzdem die stärkste Partei geworden ist. Ja. Auf Platz 2 die WSR. Mhm. Auf Platz 3 die SPD. Ja, die SPD und WSR sind ja stimmengleich. Also das läuft ja nach diesem berühmten Auszählverfahren. Das heißt CDU 10, WSR und SPD 9. Ja. Obwohl es da kleine Stimmenunterschiede gibt. Gut, also an Sitzen. Aber jetzt von Prozenten her war es so von dieser Rangfolge. Dann die Grünen waren dem Landestrend ein bisschen treu. Mhm. Ja, und dann gab es natürlich ganz viele Atomisierung, ne? Ganz viel, also man muss dazu sagen, es sind ja, jetzt muss man helfen, wie viele Listen sind eingetreten? 11. 11 Listen und alle sind reingekommen. Genau. Es gibt da Listen und mit einem. Das hat natürlich zur Folge, dass du entweder nur zwei Leute oder eine Person hast
Und jetzt gab es ja eine Gesetzänderung. Früher war es so, dass du mit zwei Leuten eine Fraktion bilden konntest. Und das ist jetzt nicht mehr möglich. Du musst mindestens drei Leute haben, um eine Fraktion zu bilden. Genau. Und die magische Zahl in Rüsselsheim ist 45 geteilt durch die Hälfte plus 1, 23. Mhm. Das heißt, wer diese 23 mit welchen Konfigurationen von Fraktionen oder was auch immer für Seilschaften oder Berggenossenschaften dort schafft, kann sozusagen auch gestalten. Mhm. 23 heißt, man kann einen Antrag durchbringen. 22, man hat dann vom Ziel den Einlauf nicht geschafft. Und das ist ja die große Frage. Es gibt ja jetzt zwei Anträge. Ein Antrag von CDU und WSR auf Abwahl von Dennis Grieser und Nils Kraft. Das muss innerhalb einer Wahlperiode, innerhalb, glaube ich, 6 Monate sein. Die können dann mit einfacher Stimmenmehrheit abgewählt werden. Und dann müssten diese Stellen neu ausgeschrieben werden. Und da gibt es einen Gegenantrag von wem auch immer, also Grüne, SPD und man weiß es nicht, wer da noch sonst alle dabei ist im Augenblick. Der läuft darauf hinaus, dass der hauptamtliche Magistrat um ein hauptamtliches Dezernat erweitert wird. Und aufgrund der Stimmenverteilung müssen auch im Magistrat ein bisschen Erweiterung vorgenommen werden. Und das steht jetzt auf der Tagesordnung. Ja, das ist also der Block rechts. Ja, rechts würde ich das mal nicht sagen, sagen wir mal so, die Bürgerlichen, ja. Obwohl gut, die Grünen sind ja auch bürgerlich, das ist alles ein bisschen komisch. Ja, gut, die Bürgerlichen. Die klassischen Bürgerlichen. Die man im Rechten. Ja, komm, jetzt bin ich schon wieder bei rechts. Also komm. Ja. Dann sagen wir einfach CDU und WSR, die wollen die Abwahl von Grieser und Kraft. Mhm. Und dann die Linksfraktionen. Mhm. Ne? Man muss dazu sagen, also die Grünen und die linke Liste Solidarität, die sind ja jetzt eine Fraktion. Mhm. So, und dann gibt es noch die SPD. Mhm. Und die wollen ganz andere Anträge einbringen, ne? Ja, lassen wir das mal ab. Also, und zwar, wenn man sagt, die wollen die abwählen, dann sagen die Leute, die werden abgewählt. Nein, die wollen eine etwas andere Politik. Man kann das zum Beispiel an zwei Sachen machen. Es darf nicht mehr so viel Geld ausgegeben werden. Es soll sinnvoller Geld ausgegeben werden und es sollen andere Schwerpunkte gesetzt werden. Also das ist jetzt nicht nur die Abwahl, da ist sozusagen, man muss in deren Programme gucken und die haben halt die Vorstellung, dass man, wenn man diese Programme umsetzt, auch mit Dezernenten Rüsselsheim noch besser macht. Also alle wollen ja Rüsselsheim besser machen. Und die jetzt sozusagen den Magistrat stellen, die sind da mit der Auffassung, wahrscheinlich, dass was in den letzten Jahren gelaufen ist, nennen wir mal die Sophie-Opel-Schule, Stadtentwicklung und so weiter, damit zufrieden sind und soll fortgesetzt werden. Also alle haben sozusagen eigentlich das Ziel, die Stadt besser zu machen. Nur das kollidiert dann in der Frage, was ist besser machen. Ja? Gut, jetzt ist natürlich die Frage, jetzt mal unterstellt, die Dezernenten werden jetzt abgewählt. Mhm. Dann wären die doch noch meinem Verständnis, das kannst du mich korrigieren, wenn das falsch ist, noch weiter bezahlt, oder? Ja, klar. Also die bekommen dann für diese Zeit, die sozusagen bis zum Ablauf der Wahlperiode also, bekommen die natürlich ihr Geld, das ist ja kein Thema. Ja, aber ist es dann nicht irgendwie ein bisschen blöd, dass man aus einer politischen Überzeugung her jemand abwählt, den man anschließend bezahlen muss? In einer Zeit, wo eigentlich jeder Cent wichtig ist? Ja, man könnte jetzt auch sagen, weil die so viel Geld ausgegeben haben, wird jetzt weniger ausgegeben. Außer Differenz kann man die Abwahl bezahlen. Also das ist, je nachdem, wie du rechnest, kann man sagen, ich will jetzt nicht abwählen, weil es Geld kostet. Andere sagen, die wählen wir ab, weil wir Geld sparen, das ist ausgeglichen. Letztendlich ist das System so, das rührt aus den unterschiedlichen Amtszeiten. Mhm. Und deswegen ist ja diese erweiterte oder die erleichterte Abwahl zu Beginn einer Wahlperiode in dieser Frist von mehreren Monaten festgesetzt, falls ja es in der Stadt einen Umschwung gibt, also von A nach B, und dass dann die B-Leute dann auch sagen können, okay, das muss ich jetzt im Magistrat umsetzen. Das sind die Kosten der Demokratie, die sind halt so. Mhm. Ich würde das jetzt nicht für problematisch finden, also sich darüber aufzuregen, das ist ein bisschen Sparbrötchen. Demokratie kostet, muss ich an Regeln halten, und das kann die Allgemeinheit verkraften. Gut, jetzt ist es ja so, dass man sagt, eigentlich geht ja eine große Macht vom Parlament aus. Mhm. Haushaltsrecht, ne? Genau. Wie viele Kompetenzen haben denn die einzelnen Magistratsmitglieder? Ja, das ist ganz interessant. Also ich will das mal ein Beispiel bringen. Es wird ja gerne die Stadt Raunheim angeführt, der würde da durchregieren, das würde auch stimmen, also das ist klar. Das liegt aber einmal daran, dass der Herr Jühe im Parlament eine Mehrheit hat und jetzt um eine Mehrheit kämpft und natürlich als Bürgermeister direkt durchregieren kann alle Ressorts. In Rüsselsheim ist eine große Stadt,
Da haben wir den Oberbürgermeister, hat seine Ressorts, der Kraft hat seine Ressorts, der Krise hat erstmal seine Ressorts. Und jeder Hauptamtliche verwaltet erstmal sein Ressort selbstständig. Das heißt, der OB kann da mal nicht da unten anrufen, wenn die sich nicht vertragen, sondern die sind eigenverantwortlich. Das heißt, die müssen sozusagen in den Magistrat, da gibt es kein Durchregieren von wem auch immer, sondern die müssen dann Kompromisse schließen. Beispiel, wenn jetzt der Herr Krieser Kitas baut oder also diese Betreuungseinrichtung, dann muss er sich beim Baudezernent abstimmen. Also das heißt, da geht einmal die gesetzliche Vorgabe vom Kita-Bau wird dann in Baurecht und in Baumodalitäten, Architektur umgesetzt. Da sieht man, wie dann zum Beispiel zusammengearbeitet werden kann. Wenn die sich nicht vertragen, wird das natürlich auch Murks. Ne? Und die setzen ja den Beschluss des Parlaments oder gesetzliche Vorgaben wie im Kita-Recht um. Vieles ist ja, sind ja Landesvorgaben und wir setzen es um und dann kann man sich ja darüber streiten, wie dann die Schule aussieht, ob die jetzt so oder so blau oder grün gemacht wird. Also das sind manchmal so sag mal Bundes- oder Landesvorschriften, die sozusagen durchsetzen, die mit dem Parlament erstmal nichts zu tun haben und dann gibt es die Selbstverwaltungsaufgaben wie zum Beispiel Schulträgerschaft und da kann das Parlament langfristig sagen, wir modernisieren und renovieren die Schulen jetzt so und so, das sind die Pläne, da reden die dann mit. Ja. Gut. Aber wenn ich zum Beispiel mit einem Dezernenten nicht zufrieden bin, dann kann ich ja ihm andere Aufgaben geben. Also das ist ja das Privileg des Oberbürgermeisters. Genau. Ne? Er verteilt die Ressourcen. Ja, aber er muss dann auch darauf aufpassen, dass die Ressortverteilung dann nicht so einseitig ist. Und den Motto, den schieben wir mal ab in den Kopierraum, so ja, bei gleichen Behältern. Sondern das ist natürlich auch wahrscheinlich durch Rechtsvorschriften oder Gerichtsentscheidungen auch so vorgegeben, dass das zwar ein formelles Recht ist, aber er auch dann auf politische Rücksicht nehmen muss und gucken muss, dass alle gleichmäßig irgendwie verteilt sind. Und zum Beispiel der Krieser ist ja als Bürgermeister einmal Stellvertreter und hat auch gewisse Zuständigkeiten oder der Kraft ist gewählt worden als Stadtbaurat. Den kann man jetzt nicht in die Sozialarbeit umsetzen. Also sind alles so gewisse Grenzen, die es dort gibt. Und deswegen ist ja zum Beispiel das reizvoll am Beginn einer Wahlperiode, die jetzt 5 Jahre läuft, dass man sagt, okay, es gibt hier eine einfache Mehrheit zu organisieren, was ja in Rüsselsheim immer schwierig ist, eine einfache Mehrheit zu organisieren, weil 23 die entscheidende Größe ist. Und da hat es bis jetzt in der Vergangenheit gemangelt. Vielmehr da wurden Fraktionen gebildet oder Koalitionen geschmiedet, die dann bei manchen Projekten dann auch instabil waren. Ja? Also wenn es große entscheidende Sachen gab. IKEA ist jetzt zum Beispiel eine tolle Sache gewesen, wo sozusagen jeder knapp unterm Durst war und dann kommen dann ganz komische Sachen dabei raus, weil es keinen langfristigen Willen gibt, auf irgendwelche Richtungen zu marschieren, was Stadtentwicklung betrifft. Was machen wir mit dem Opelwerk? Ja? Jetzt ist eigentlich, so wie ich es mitbekommen habe, egal welche Seite nun die Oberhand gewinnt, ob es jetzt mehr das konservative Lager ist oder mehr das linksgerichtete, soweit ich das mitbekommen habe, wollen beide Lager einen vierten Hauptamtlichen. Nein, nicht beide Lager. Nicht? Nein, der CDU-Antrag, soweit ich den ja sehe, ist auf Abwahl der bestehenden Dezernenten und die Sache wird neu ausgeschrieben. Also es müsste sozusagen das Stellprofil von Herrn Kraft und von Herrn Krieser sozusagen neu ausgeschrieben werden. Dann kann sich erstmal jeder drauf bewerben, dann kann man gucken, ob die Leute, die politischen Farben, sozusagen eigene Leute, qualifizierte Leute haben, die das dann ausfüllen können. Und der andere Antrag, der hängt jetzt mit dieser Koalitionsbildung zusammen, weil natürlich jetzt, vielleicht muss man sich das so vorstellen, je knapper es oben wird um diese 23, desto größer ist ja der Preis, den aus, ich nenne es mal legitimen Machterhaltungsgründen, die bezahlen müssen, damit die unten mitmachen. Und wenn hier oben es knapp wird, steigen unten die Preise. Und das ist zum Beispiel meine Befürchtung, dass sozusagen da unten ganz wahnsinnige Forderungen gestellt werden, die jetzt erfüllt werden, damit das so im Augenblick dort erhalten bleibt. Und dann kommen dann die Fragen, wer ist denn dieses vierte Hauptamt? Was sollen das machen? Das wäre jetzt meine Frage. Genau. Ne? Und da ist halt, das ist jetzt ein anderer Punkt, meine Kritik. Wer das will, soll A, benennen, was das sein soll, und zwar in dem Gesamtgefüge des Magistrats, also das mal ganze, das Organigramm mal aufgemalt, und dann kann man sagen, das soll diese Stelle sein, so soll die aussehen, und das ist für das und das Personal vorgesehen. Die müssen die in die Qualifizierung mitmachen, und also das ist der Punkt. Also wird eine Erweiterung gemacht, das heißt, es müssen ja aus anderen Dezernaten dann Aufgaben abgezogen werden, damit er was zu tun hat. Ja. So, jetzt ist mir fast ein bisschen schwindlig geworden beim Zeitungslesen. So schnell konntest du die Zeitung nicht lesen, wie sich die Situation wieder verändert haben. Genau. Da stand erst was von WSR und CDU
fordern die Abwahl. Mhm. Dann ging es in eine andere Richtung, dass sich ein Linksbündnis gebildet hat. Oder in Bildung ist es. Also ich sage jetzt erstmal, was in der Presse stand. Ja. So, und dann heißt es ja, dass einzelne Fraktionsmitgliedern die Fraktion von der Fraktionsgemeinschaft Rüsselsheim die Fraktion verlassen. Erst der Fraktionsvorsitzende von Abdullah Zert schmeißt das Handtuch. Im Nachhinein hieß es so, es lag daran, er wäre wohl gern ehrenamtlicher Stadtrat geworden. Mhm. Man hat ihm aber gesagt, nee, du bist uns als Fraktionsvorsitzender eigentlich wichtiger. Sie wollten ihn zum Geschäftsführer machen, würde ich mal sagen, oder? Siehst du das so? Also, ich weiß es ja nicht, ich war ja nicht dabei, ne? Ich weiß es nicht, aber stell dir mal vor, der Zert ist ja der sprechfähig ist, der hat ja eine große... Ja gut, der kann gut reden, ne? Genau, und dann macht und er hatte aber andere Vorstellungen und dann hat es dann, das war schon mal das Erste, ne? Jetzt ist er fraktionslos, ne? Das war mit der FDP, mit seiner Partei abgeklärt. So, und da ist also schon mal dieses Konstrukt, diese Fraktionsgemeinschaft ein bisschen schon angekratzt gewesen. Ja, also das muss man, sag mal, fairerweise vielleicht so sehen. Es gibt da verschiedene Phasen. Die erste Phase war, um die Wahl herum, da haben sich erstmal alle als Sieger gefühlt. Da gibt es zum Beispiel die WSR, die hat gesagt, wir haben die Schiffe verbrannt, wir sind hier sozusagen hier gelandet und dann stellt man fest, dass 19, so und so viel Prozent keine 80 sind. Also dass sozusagen auch die Bäume irgendwo mit dem Wachstum aufhören. Mhm. Das sieht man dann, wie viele Sitze habe ich. Ja? Mhm. Und also da fand dann, sag mal, so eine Ernüchterung statt. Ne? Mhm. So will ich das mal so interpretieren. Und dann gab es ja dann wohl Gespräche, da kann immer nur das entnehmen, was in den Zeitungen ist. Da passiert aber dann Folgendes. Was ja vernünftig ist, dass die Leute, die zum Beispiel nur einen Sitz haben, also Freie Wähler, FDP oder mit zweien, dass die ja mit diesem gesetzlichen Problem zu kämpfen haben, dass die ja nicht stattfinden in der Stadtverordnetenversammlung, wenn sie keine Fraktion bilden können. Weil eine Fraktion bedeutet Mittel, Redezeit, möglicherweise Ausschüsse besetzen in städtische Betriebe entsendet zu werden, GPR und so weiter und so fort. Das ist ja auch mit Rechten oder ja Parlaments- oder Stadtverordnetenrechten verbunden. Das heißt, da gab es schon mal technisch die Notwendigkeit, eine Fraktion zu bilden. Also das war das Erste. Mhm. Und jetzt ist ja die Frage, wenn sich zum Beispiel Abdullah Zert und Adnan Dayankar zusammen sind, dann sind sie zwei, immer noch keine Fraktion. Und dann sind auch noch die AfD drin, mit denen will aus bekannten Gründen niemand. Dann gab es ja noch die Gruppe um den Erdal Kocsa, mit denen wollten aus anderen Gründen niemanden. Da blieb ADR. Genau. Und dann blieb halt nur noch Abi übrig und Forum Neues Rüsselsheim. Und das sind zusammen sechs. So. Und, also das ist die Sache. Und dann war man ja irgendwie froh, das war auch bei mir so, dass ich gedacht habe, der Adnan ist da drin, der Abdullah Zert, das ist für mich das Qualitätssiegel, weil das ist ein vernünftiger Mann, den kenne ich über 20 Jahre. Und dann auf einmal sagt er, die haben jetzt eine neue Fraktion und innerhalb von 24 Stunden bricht dieses Konstrukt auseinander. Mhm. Das war zum Beispiel jetzt politisch für mich so der Punkt, wo man gesagt hat, halt, wir müssen da nochmal so intern drüber reden, weil das ist ja doch für uns eine tragende Säule gewesen, dass der Abdullah Zert da drin ist. Ne? Jetzt bin ich so ein bisschen ungeduldiger Mensch. Ich frage mich, also da war ja wochenlang Zeit, miteinander zu reden. Und dann auf letzten Drücker wird eine Fraktion gebildet. Und dann hat die eigentlich gar kein großes Fundament anscheinend. Naja, da reden ja viele Leute zeitgleich, synchron oder überkreuz oder müssen Terminkalender abgestimmt werden. Es wird wahrscheinlich so gewesen sein, dass erstmal die Großen das ausgetestet haben. Dann gingen verschiedene Sachen nicht, weil die Grünen nicht mit der WSR wollten, der will mit dem nicht. Und dann, je näher dieser Termin der Stadtverordnetenversammlung näher rückt und auch, sag mal, die politische Forderung von WSR und CDU noch durch die Hallen hallt, weil die das ja schon im Wahlkampf gesagt haben, wird natürlich die Zeit enger und die Nervosität nimmt zu. Ja? Und dann müssen ja irgendwelche Leute Handlungen anstoßen, damit solche Sachen gebildet werden können. Und wenn dann Leute lesen, dass da unsich eine Gruppe mit sechs Leuten trifft, das ist ja eine ganz neue Kraft, steigt da unten vielleicht die Begehrlichkeit und der Preis und oben wird man dann nervös, weil die auf einmal vielleicht Dinge fordern, die irgendwie nicht so gerade gut aussehen beim genaueren Hinblick. Und da wird dann sozusagen eine Zeitnot zu einer Entscheidungsnot.
Und dann wird das sozusagen so ein bisschen matschig und trüb teilweise. Ja. Und da war halt, oder ich rede jetzt ja meine Position, es gibt ja vielleicht andere, die es anders sehen, dann der Auffassung, also wenn der Seat beispielsweise da rausgeht, ist das doch für die Freien Wähler als eine bürgerliche Kraft in Rüsselsheim, die sich ja hier, sagen wir mal, mit dem Linksbündnis, das sind ja noch die anderen würden sagen, die SED dabei, ja. Also dass so eine bürgerliche Gruppe wie die Freien Wähler dann auch ein bisschen vorsichtig sein müssen oder die FDP genauso, weil ich kenne jetzt nicht so viele Orte, wo die FDP mit der Linken regiert, wenn man es mal so sieht. Also das sind einfach dann Befindlichkeiten, auf die muss man dann Rücksicht nehmen. Und da kann man sozusagen, nur weil jetzt Torschluss ist, da sozusagen mit dem Kopf durch die Wand. Deswegen war ja auch mein Hinweis, mal vielleicht nachzudenken, ob diese Wahl oder Abwahl der Dezernenten, diese zwei Anträge einfach um 4 Wochen verschoben werden, damit einfach nochmal ein Neustart gemacht werden kann in der Mehrheitsfindung. Weil entschieden werden muss es ja wegen dieser Frist der Abwahl. Jetzt ist es ja so, dass man sagt, oder dass es allgemein heißt, die CDU hat sich zu sehr an die WSR geklammert. Ist das eine richtige Einschätzung? Ach, was heißt denn klammern? Ich meine, wenn du auf eine Party gehst, setzt du dich ja erstmal neben Leute, wo du sagst, mit denen kann ich sowieso gut, weil ich den sowieso irgendwie mag oder keine Ahnung. Also geht man erstmal so nach einer ganz einen Befindlichkeitsregel vor, mit wem kann ich mich gut unterhalten. Und da passt natürlich politisch, ideologisch, sag mal, CDU, WSR, so von der Grundausrichtung, doch ein bisschen eher zusammen. Ganz einfach. Ja gut, aber die Gespräche wurden ja deshalb von anderen abgebrochen, weil es hieß, die CDU will nicht ohne WSR. Ja, was soll denn die CDU machen? Also mal so, was soll die CDU hätten mit der SPD und den Grünen zusammengehen können. Ja, aber da musst du die jetzt fragen, warum sie es gemacht haben. Also es wäre natürlich. Ja, ich frage ja nach deiner Einschätzung. Ich habe die ja leider nicht da. Meine Einschätzung ist ja die, dann hätte ja trotzdem im Raum gestanden, ein Dezernent ist zu viel. Also ich meine, die CDU müsste ja dann auch irgendwie beteiligt sein, dass man sagt, hier ein starkes Signal, weil auch an der CDU sich ja wieder Leute orientieren. Ja gut, aber da hätten wir dafür ja den vierten gehabt. Ja, dann hätte da auch die CDU und die WSR andere Anträge stellen müssen. Weißt du, das ist deswegen bin ich dagegen zu sagen, nur weil die jetzt den Magistrat erweitern wollen, sei das unredlich. Was ich unredlich finde, ist, dass man nicht über die Qualität dieses Dezernentenredes, dieses Dezernat. Und zwar denke ich ja, oh schau mal, im Herbst, wenn der Haushalt vorgelegt wird, fangen wir mal so rum an, wird der Corona beschädigt sein, weil die Stadt wahrscheinlich mal nachdenken muss, wie vielleicht Schwerpunkte umgesetzt werden können. Da können wir doch jetzt nicht über Begehrlichkeiten von Kleinstgruppen reden. Und die Frage ist, müssen wir vielleicht ein Katastrophendezernat, mal so ein bisschen wirklich ins Blaue gesprochen. Wenn man da nichts hat, dann ist das dünn. Beispiel, wie baut man ein Haus? Man fängt sicherlich nicht mit dem Dach an. Und man kann auch nicht per Mehrheitsbeschluss die Schwerkraft außer Kraft setzen. Man fängt mit dem Fundament an, auf dem das stehen soll. Und ich, für mich ist in dieser Analogie das Dach, sag mal, der Magistrat, ja, der da oben rumschwirrt. Aber der muss doch auf ein Fundament gestellt werden. Dieses Fundament ist halt mit Armierungen, was auch immer, voll, damit es tragfähig ist, damit Gewichte ausgeglichen werden, Interessen ausgeglichen werden. Und wenn da kein Plan da ist, dann bekommt doch der Bürger den Eindruck, das sind nur Postenjäger. Das ist so eine Überlegung, die man einfach psychologisch mal einpreisen muss. Stell dir mal Folgendes vor, es gibt ja auch noch jetzt diesen Beschluss über die Wahl, also die Gültigkeit der Wahl. Da ist ja in einigen Wahlbereichen die Sache jetzt sauber gelaufen. Genau, das wollte ich auch noch ansprechen. Nur kurz in dem Kontext. Wenn man sagt, es gibt ja auch demokratiefeindliche Kräfte im Land, die sagen, guckt euch mal an, da wird geschachert und gewuchert um Posten und da sind noch sozusagen Stimmmanipulationen am Werk. Das will ich damit sagen, das sind so, sag mal, Dinge, die man auch auf der Meta-Ebene mitdenken muss. Und zwar nicht nur Luftschlösser bauen, sondern es gibt auch Feinde der Demokratie, die da sozusagen, gerade in so einer Stadt wie Rüsselsheim, mit ihrer vielfältigen Partikularinteressen von manchen Gruppen, dass da reingestoßen wird. Und das sind sozusagen die Ideen, die fanden da oder finden bei manchen Leuten, die da so aufs Tempo drücken, kein Gehör. Und das halte ich für kurzfristig. Dann machen wir mal ein Gedankenexperiment. Stell dir mal vor, es gibt ein Bündnis zwischen A und B, Klammer auf, CDU, WSR, mal gedacht, und denen würde eine Stimme fehlen und die würden dann sagen, oh, dann nehmen wir doch die AfD. Was meinst du, was hier in Rüsselsheim los ist? Mahnwachen, Bürgerproteste, Unterschriftenlisten, Revolution. Dann wäre das ähnliches los wie damals in Thüringen. Ungefähr. Jetzt gibt es ja Kräfte, die können wir, sag mal, aus unserer deutschen Vereinsmeierei, Politik, Historie, schwer in links oder rechts einordnen. Jetzt kommen Moscheevereine. Leute, wo man sagen kann, muss das sein? Das sind ja, also wenn du mit den Leuten redest, in der Stadt weiß das jeder. Und auch das muss ja irgendwie eingepreist werden. Das muss ja gesagt werden, was die fordern.
wie die fordern, was die auftreten. Und wer das nicht zur Sprache bringt, der lügt, weil es wird da draußen drüber gesprochen. Und damit da sozusagen auch ein Friede herrscht, wenn dann am Schluss koaliert wird, muss man doch sauber arbeiten. Man kann jetzt sagen, jetzt müssen wir trotzdem weiter, weil es da geht. Und wenn dann aus meiner Sicht der Sert da weg ist, sozusagen als Lackmus-Orientierung, und die Brühe dann ein bisschen komisch wird, dann muss man doch mal sagen, Leute, entschleunigt doch jetzt mal diesen Prozess, sorgt für Legitimität, für Inhalte und dann kann man weitersehen. Wie gesagt, der Spielball liegt ja nicht nur bei denen, die da unten sich jetzt wälzen, sondern auch die großen Blöcke müssten mal nachdenken, wie denn diese Situation entstanden ist, denn die tragen ja auch Verantwortung. Die schweigen zwar im Augenblick, aber die sind ja sozusagen mittelbar davon betroffen, weil sie da unten Kombattanten suchen. Achim Weidner hat ein bisschen mitgesungen, ne? Ja, ich war ganz begeistert, ja. Ja, komm. Lügt, ohne rot zu werden. Genau. Sind bei Ortszeit heute etwas weniger Kultur. Das war unser Kulturbeitrag. Ach so, eben. Ja. Aber jetzt geht es wieder politisch zu. Mhm. Was ja im Raum steht, es soll ja eine Wahlfälschung gegeben haben in Rauenheim und in Rüsselsheim. Genau. Davon betroffen war das Stadtparlament und auch der Ausländerbeirat. Genau. Die nächste Frage, die sich anschließt, und dann kannst du ganz groß im Blog antworten, ist natürlich, das Stadtparlament ist ja eigentlich gebeten worden, im Grunde genommen eventuell im Notfall über seine Selbstauflösung abzustimmen. Das heißt über eine Neuwahl. Ja, also am kommenden Donnerstag um 18 Uhr wird die Stadtälteste die Sitzung einberufen und dann wird ein Stadtverordnetenvorsteher gewählt und mit der Wahl des Stadtverordnetenvorstehers hat dann sozusagen die Konstitution stattgefunden. Das soll ja jetzt nach neuesten Meldungen der Jens Grote von der SPD, der Alte und der Neue sein. Dann passiert Folgendes, dann werden Tagesordnungspunkte aufgerufen, die jetzt schon im Ratsinformationssystem stehen, irgendwas mit Jugend, mit Kita und so weiter und so fort. Und unter anderem übrigens auch diese Anträge, Abwahl und Erweiterung des Magistrats. Und ein Punkt ist natürlich, die Stadtverordnetenversammlung muss ja dann beraten und beschließen, ob die Wahl, also ihre Rechtsgrundlage sozusagen okay ist. Ob da sozusagen keine Fehler gemacht worden sind oder jetzt hier Wahlfälschung. Und da gibt es jetzt im Ratsinformationssystem die Drucksache 1 ist das sogar, also 1, 21 bis 26, die Gültigkeitserklärung zur Stadtverordnetenversammlung und zum Ausländerbeirat. Und da gibt es unter anderem Feststellungen, es gab Einsprüche gegen die Wahl, das wird dann genau aufgelistet, das kann man jetzt schon nachlesen, was dort bemängelt worden ist. Und unter anderem ist ja die Frage von staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen. Ich gehe mal von Folgendem aus, ja, dass natürlich die Wahl mit diesen Erklärungen, Kenntnisnahmen für gültig erklärt wird, weil keiner, glaube ich, die Wahl, also sag mal so, die Fälschung war nicht so massiv, dass man sagen kann, das Gesamtergebnis ist in Frage gestellt. Ich sage es nur Vorbehalt, weil ich die Vorlage jetzt noch nicht gelesen habe. Ich weiß, sie hat die erste Vorlage. Aber es gibt dort Feststellungen zum Beispiel auch über Beschwerden. Das ist dann abgearbeitet worden, ist da schön ausgeführt, auch zu den Ortsbeiräten und, glaube ich, der Ausländerbeirat. Und da gibt es, glaube ich, einen Passus, ich will es jetzt nicht beschweren, man muss es bitte nachlesen, dass wohl ein Wahlausschuss nochmal einberufen wird, der das prüft. Also diese Vorfälle, ich glaube, das ist Wahlbezirk, Briefwahlbezirk 9 und 10. Ja? Da waren ja so Feststellungen und dann muss man mal warten, was am Donnerstag sozusagen beschlossen wird, ob möglicherweise in dem einen oder anderen nachgewählt werden muss. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass die Wahl in der Gesamtheit für 65.000 Bürger in Rüsselsheim gültig war. Ja. Aber dass überhaupt sowas vorkommt in Rüsselsheim, das erste Mal, dass gesagt worden ist, es hat Wahlfälschung gegeben, es sind Unterschriften gefälscht worden, das ist doch ein Novum. Und das sollte aufhorchen lassen. Ja. Also mein erster Gedanke war, Donald Trump hat ja immer gesagt, bei Briefwahl kann so viel gefälscht werden. So, und jetzt hat der Mann ja fast recht. Ja, ne? da muss man ja Folgendes wissen, die Briefwahl, die ja jetzt bei dieser Corona die Regelwahl war, ist ja normalerweise die Ausnahme, wenn jemand todkrank ist, im Altenheim liegt, dass man sagen kann, damit er das sein Wahlrecht hat, dann kann auch so jemand hingehen, der vielleicht, wenn er nicht schreiben kann, da bevollmächtigt ist. Das ist aber nicht die Regelwahl. Die Regelwahl heißt, du stehst Sonntag auf und gehst zwischen 8 und 18 Uhr ins Wahlbüro
und weist dich dort aus und dann kannst du auch nicht schummeln. Ja? Und das Problem war halt jetzt unter Corona und ich denke, dass der Gesetzgeber darüber nochmal nachdenken muss, im Hinblick auch auf die Bundestagswahl, dass dort Fälschungsmöglichkeiten da sind. Nicht, weil das System schlecht ist, sondern es ist nicht dafür ausgelastet, so wie ein Kanalsystem nicht für Wolkenbrüche ausgelastet ist. Wobei ja dafür massiv geworben wurde. Ne? Ja, ja, klar. Natürlich, alle haben gesagt, macht Briefwahl, damit überhaupt die Wahlbeteiligung da ist. Denn Kommunalwahlen haben immer das Problem, dass sie keine 70% Wahlbeteiligung haben, vielleicht ein Drittel oder sowas. Und deswegen werben natürlich alle, geht Brief wählen. Ist ja logisch, ja. Und das hat manchmal auch den Nachteil, dass wenn zum Beispiel im Bundestag so irgendein Skandal kommt, die Leute schon gewählt haben und den nicht mehr mit verrechnen können, ja, so als Quittung kurz vor der Wahl. Ja. Aber das hat dann sozusagen, ich würde sagen, ist Corona geschuldet, aber dass gefälscht worden ist, das setzt ja auch einen gewissen Vorsatz voraus, also den Wille irgendwie da dabei zu sein, mitzugestalten und das halte ich für sehr bedenklich. Zumal es ja von den Gruppen kommt, die da jetzt neu eingezogen sind, ne? Und da gibt es dann halt Vorbehalte und da gilt natürlich die Unschuldsvermutung, das ist auch ganz wichtig. Aber weil das so passiert ist, weil, das habe ich ja gesagt, wenn der Verdacht sozusagen irgendeiner Mehrheit an der Schuhsohle klebt, dass die sozusagen mit zwielichtigen Agenten, Vertretern von Partikularinteressen in Berührung sind, dann ist das sicherlich nicht gerade förderlich für die Demokratie, so ähnlich wie dieser Massenskandal von CSU-Mitgliedern im Bundestag. Ja? Das ist unappetitlich, macht man nicht. Ja. Gut, ganz kurzer Ausflug in den Bund. Da haben wir auch interessante Entwicklungen. Also wie würdest du das überhaupt jetzt mal bewerten, aus deiner Sicht, der Umgang der Kandidatensuche innerhalb von der Union? Das ist ein Hinweis, wenn am Königshof die Erbfolge nicht geregelt ist. Also wenn dann die Kanzlerin sagt, macht, was ihr wollt. Ja? Oder ich suche die Frau Gramm-Karrenbauer und die dann sozusagen in Niederung der Politik in Thüringen strauchelt und die Königin sozusagen der Herzen oder was auch immer, der Raute, da keine Orientierung gibt. Und die CDU ist halt eine Partei, die, sagen wir, auf die Angela Merkel ausgerichtet war. Und wenn dann sozusagen Druck, Spannung oder Erwartung, also wenn keine Orientierung ist, sage ich mal, dann gibt es eine Menge Leute, die sich für talentiert halten. Ich finde es aber relativ zivilisiert, wie es abgelaufen ist, muss man schon sagen. Ja? Also als erstes war ja dieser Wettkampf Merz, Röttgen, Laschet. Ja? Und für eine Partei, die Millionen Mitglieder hat, erstmal ordentlich gemacht, auch mit dem Parteitag, der gegen Hackerangriffe verteidigt wurde, ist ja auch eine Herausforderung. Sag mal, ist ein Novum in der Politik. Auch der Satz von Schröder, dass die Zeit der Hinterzimmerpolitik, kann man wieder in Rüsselsheim gucken, auch vorbei ist. Das sind so mal neue Entwicklungen. Interessanterweise will ich vielleicht noch Folgendes sagen. Zu Beginn der Wahlkampagne in Rüsselsheim, da können wir wieder zum Bund kommen, hat man ja in Rüsselsheim überall ausgerufen, wir machen jetzt Social-Media-Wahlkampf. Das ist auch ganz munter losgegangen. Die FDP hat schöne Filme gedreht, alle haben Filme gedreht. Schwupp war die Wahl rum, ist das Social Media wieder eingeschlafen. Ja, dann hat man sich wieder in die Verhandlungsrunden gezählt, aber keiner hat jetzt in der Social Media Abteilung weit, also gibt dann Ausnahmen, ja, in den Social Media Abteilungen dann weiter erklärt, was sie da treiben. Ja, das wurde dann sozusagen klassisch fortgeführt. Ja, und da wir jetzt in so einer Demokratie leben, die halt auch Social Media hat, wie in Rüsselsheim Facebook, wo so 8000 Leute mitschreiben und so ein paar nicht Superspreader, aber Leute, die vielleicht ein bisschen Takt vorgeben, das irritiert dann natürlich die, die das nicht gewohnt sind. Wahrscheinlich kommen manchmal da auch ein bisschen Schwierigkeiten her. Jetzt wieder zum Bund. Ja, die SPD hat sowas gemacht. Dann sieht man ja Sasken und den Herrn Walter Bojans. Die CDU musste das jetzt probieren. Und die Grünen haben da was ganz Trickreiches gemacht, nämlich der Feminist, der eigentlich kein Feminist ist, hat der Frau Baerbock die Tür aufgemacht und hat gesagt, ins Boot, ich mache dir die Tür auf. Ja? Weil er natürlich wusste, dass die Grünen feministische Partei sind und wenn er da der vielleicht geeigneter wäre, ich weiß jetzt auch nicht, kommt er jetzt nicht zum Experiment, hat dann den Vortritt gelassen, das fand ich genial. Also das war ein cooler Zug. Und ich denke, was im Augenblick wichtig ist, die Leute wollen neue Gesichter in der Politik. Und jetzt wird der grünen Kandidatin ja vorgeworfen, ja, du hast ja keine Regierungserfahrung. Ja. Ne? Kann das nicht vielleicht sogar eine Stärke sein? Das weiß man ja, wenn sie abgewählt oder bestätigt worden ist oder 16 Jahre Kanzlerin. Ich sage dann nur, guck die Geschichte, Elisabeth von England sollte ja von der spanischen Armada vom Meer gefegt werden, ging auch nach hinten los. Das würde ich nicht gelten lassen, dieses Argument. Klar, wenn du Regierungsverantwortung hast, dann hast du vielleicht eine ruhige Nacht mehr. Aber ich denke,
wenn eine Regierung begeistert und die richtigen Leute da sind und dann Drive drin, das gilt eigentlich generell für alle, wenn da Aufbruchstimmung ist. Ich meinte jetzt zum Beispiel, der französische Präsident, der war ja vorher auch in keiner Regierung, ne? Na ja, gut, der hat, sag mal so, in Frankreich kommst du nur in die Politik, wenn du da in einer Ecole für Wirtschaftskriegsführung, für Verwaltungsrecht oder sonst was warst. Aber ich würde sagen, sag mal, man könnte sagen, was macht Annalena Baerbock, wenn 10.000 russische Panzer in die Ukraine einfallen? Aber sie hat sich ja schon klar positioniert und hat gesagt, wir stärken die Ukraine. Also sie hatte diesen Flügel ja schon geklärt. Also sie hat sich ja auch in außenpolitischen Fragen zu Erdogan, China und so weiter auch schon positioniert. Das würde ich mir von anderen wünschen. Also ich würde sagen, es ist ein neues Gesicht. Ob ich sie wähle, weiß ich nicht, denn da würde ich gerne noch ein bisschen mehr Performance sehen. Aber das ist so im Augenblick so ein Hype und wünsche ich erstmal alles Gute und die CDU muss natürlich auch mal über Programme nachdenken. Zu sagen, wir sind die ewigen Kanzler und Machtpartei ist auch ein bisschen wenig Anspruch. Steht nämlich nicht in der Verfassung, dass wenn man 16 Jahre regiert hat, auch dann nach 17 Jahren regieren muss. Ich glaube, das tut dem Wettbewerb aber insgesamt gut. Es sind ja 3 Kanzlerkandidaten. Ja, muss man ja das hatten wir auch noch nie. Ne? Genau. Jetzt gehen wir wieder zurück zu Rüsselsheim. Da sollte jetzt mal ein kurzer Ausflug in den Bund sein. Da war ja immer so das Versprechen, das mir alle abgegeben haben vor der Wahl oder auch eigentlich nach der Wahl, als es dann hieß, ja, machen wir mal eine Analyse, wie wir mit den 4 stärksten Fraktionen gesprochen haben. Wir müssen uns mehr erklären. So, jetzt entnehmen wir als Bürger in der Presse verschiedene Dinge, die wir teilweise nicht nachvollziehen können. Das heißt, da entsteht in vielen Köpfen so dieser Eindruck, guck mal, das ist wie ein Kindergarten. Ja. Ne? Und das zermürbt dann wieder und das dann wieder, die Leute sagen, ja komm, nächstes Mal gehe ich erst gar nicht wählen. Ja, ich würde sagen, ich würde eher von schlecht gemachtem Theater reden, obwohl ich den Begriff des Theaters viel, also ich meine, das ist eine Bühne, auf dem Publikum oder wie im Fußballplatz, die wollen schöne Spiele sehen. Also es spielen 2 Mannschaften, eine kann nur gewinnen und dann hat man auch Verständnis für den, der gut spielt, obwohl man die nicht leiden kann. Die Leute erwarten schöne Spiele. Ich will jetzt mal ein Beispiel, also das nenne ich jetzt subjektiv. Man sieht zum Beispiel, die WSR oder die CDU umgedreht, bringen einen Antrag ein, nämlich auf Abwahl. Wo war denn das jetzt zwingend, dass 48 Stunden später sowas anderes zusammengefuschtet auf den Tisch gelegt wird? Bestand kein Grund zur Eile. Also die hätten doch sagen können auf ihren Social-Media-Kanälen, also wir nehmen den Antrag von der CDU jetzt mal zur Kenntnis, wir rechnen mal durch und stellen fest, die haben keine 23. Gut, aber jetzt aufgrund des Zeitdrucks muss ich jetzt mal unterbrechen. Also der Punkt ist ja der, auf der einen Seite muss Politik streiten können. Ja. Aber auf der anderen Seite ist das Bedürfnis der Leute da, zu sagen, jetzt seid euch auch mal einig. Ja. Ne? Und so diese Uneinigkeit, die wir vor der Wahl schon wahrgenommen haben, die ist uns am Zeiger gegangen. So, jetzt ist natürlich, das kann man so oder so sehen, je nachdem, in welche Richtung man eher, zu welcher Richtung man eher neigt. Die einen sagen, Rot-Grün ist abgewählt. Die anderen sagen, wir kriegen es ja doch zustande. Ja, weil das so. Also im Grunde genommen kann ich aber sagen, dass der Bürger gerne Veränderung hätte, in welcher Form auch immer. So, und jetzt erleben wir eigentlich Uneinigkeit. Wir erleben, dass der mit dem nicht will. Ne? Also ich weiß jetzt auch gar nicht, man wirft zum Beispiel der WSR vor, dass sie sehr populistisch gewesen sind beim Wahlkampf. Ich habe es ehrlich gesagt nicht ganz so schlimm wahrgenommen. Also ich nehme mal ein Beispiel, was mich an der WSR gestört hat. Ja? Also die haben einen guten Wahlkampf dazu gemacht, handwerklich gut gemacht, kann man nicht beanstanden. Es wurden ja auch belohnt, das meine ich jetzt gar nicht. Es gibt dann so Aussagen, die finde ich dann komisch. Also wenn zum Beispiel gesagt, Rüsselsheim endlich sicherer machen. Da wird ja, sag mal, das kann man gerne schreiben, das ist plakativ, das ist Werbung, das spricht an. Also Reklame, Propaganda, ja. Und dann kommt ein paar Tage später heraus, nachdem die Wahl abgeschlossen ist, die Schiffe wurden verbrannt, man kommt da jetzt nicht weiter und stellt fest,
Man liest dann in Mainz, Rüsselsheim, Echo, also noch viel gefährlicher als Rüsselsheim sind irgendwelche Landstädte da im Süd, hier im Südkreis, ne? So ungefähr. Mhm. Also Rüsselsheim endlich sicherer machen, würde ich sagen, stimmt ja die Aussage nicht mit dem, was in der Zeitung 15 Kilometer weiter südlich von Rüsselsheim. Gut, also es ging um Stimmung. Genau. Also ich, wie gesagt, ich bin nicht, jeder muss Stimmung machen. Selbst wenn ich dir guten Tag sage, ist das auch schon versucht, dich zu manipulieren, sozusagen, damit wir ins Gespräch kommen. Also das ist Reklame, das ist Werbung, ist zulässig. Nichts dagegen zu sagen, ja. Aber die WSR war da so ein bisschen in Sektlaune und hat dann so schon gedacht, weil sie überall auf der Straße stehen, im Gegensatz, wo die anderen sind ja zu Hause geblieben, man hätte jetzt 80% der Stimmen. Und dann wurde am 14. abgezählt, da waren es 19, so und so viel Prozent. Mhm. Und dann stimmt das, was man subjektiv und Endorphin im Hirn hat, nicht mit dem, was man kadermäßig dann am Montag dann erzählen muss. Ja? Mhm. Und da findet dann keine Analyse statt. Würde man einfach sagen, wir haben unser Bestes gegeben, wie das alle gemacht haben. Der Wähler wollte es mal wieder ganz anders. Da muss man halt entspannen und abrüsten. Und das ist sozusagen das Problem, dass niemand abrüstet. Es gibt Leute, die sagen, mit der WSR kann ich überhaupt nicht. Dann muss er mir aber erklären, warum er jetzt auf einmal, Klammer auf, mit den Kommunisten kann. Wissen Sie, weißt du, wie ich meine? Man muss einfach sagen, das ist nicht wichtig, mit wem ich kann, sondern wir müssen eine Mehrheit organisieren, genau, die wichtige Entscheidung genau, einfach mal über diese eigenen Befindlichkeiten hinaus und auch mal vielleicht in der Lage sein, mal einen Schritt zurückzugehen, um danach vielleicht mehrere Schritte nach vorne gehen zu können. Ja, zum Beispiel muss ich sagen, der Herr Waldschuch, ja, also wir, was haben wir beide? Wir sind beide in die IHK-Vollversammlung, wir haben uns manchmal gestritten, unterschiedliche Auffassungen gehabt und haben uns auch streitig, werden uns im Wahlkampf am Bäcker in Königstetten unterhalten. Aber das kann doch nicht dazu führen, wenn der Wahlkampf rum ist und der Wahlfriede, wie jetzt eröffnet ist, dass wir sozusagen diese Kampfreflexe, dass wir da so weiterleben. Also muss man sagen, passt mal, Freunde, wir haben uns halt mal hart angefasst oder sowas, aber jetzt ist doch Wahlfriede und jetzt ist die Richtung bis zur nächsten Wahl Konstruktion oder konstruktiv. Mhm. Das müssen viele Leute lernen. Sie müssen sozusagen mental vom Krieg oder Wahlkampf runterkommen und sagen, jetzt ist Wahlfriede und Friede heißt Aufbau, nicht Zerstörung. Gut, aber wie wichtig ist denn Parteidisziplin? Die ist in der Regel notwendig. Die ist in der Regel notwendig, weil sie Reibungsverluste minimiert. Das ist ja klar. Braucht man Regeln, damit so Standardkonfigurationen vernünftig ablaufen. Und manchmal stößt halt das Bedürfnis nach Regelkonformität mit der Wirklichkeit aneinander. Und dann gibt es dann so selbst, da muss halt auch entschieden werden, dass mal anders gespielt wird. Im Fußball, wenn der Ball da liegt, keiner will den Elfmeter schießen, wird sich einer finden, der den nimmt. Wenn er den reinbringt, ist er der Held, wenn er daneben geht, ist er der Arsch. Was ist denn so deine Einschätzung? Nehmen die meisten Leute jetzt, was die Rüsselsheimer Politik betrifft, mehr die Mainz-Spitze, das Echo oder die sozialen Medien wahr? Das hängt einmal mit dem Alter zusammen und es gibt auch Leute wie im Alter, die beides lesen. Das ist. Aber nehmen wir einfach mal den Durchschnitt. Der Durchschnitt interessiert sich nicht für Politik. Der will, dass das Leben irgendwie geht, dass die Straßen sauber sind, dass er sich subjektiv wohlfühlt. Und der kriegt das in der Regel auch nicht mit, was hier passiert. Man muss auch immer wissen, wir wollen ja für alle reden, aber alle interessieren sich nicht unbedingt für das, was wir machen. Wir müssen immer gucken, dass wir rückgebunden werden. Früher war das doch so, waren doch die meisten Stadtverordneten in irgendwelchen Vereinen. Da waren sie rückgekoppelt. Heute sitzen die in irgendwelchen Seminaren, unterhalten sich untereinander, noch nicht mal innerhalb der Stadtverordnetenversammlung findet man irgend so einen Stammtisch wie früher im Ratskeller statt, wo danach. Das heißt, ein Raumschiff für sich. Ja, das ist aber nicht eine Rüsselsheimer Sache, sondern generell, dass die Eliten, die es ja auch gibt, ich habe nichts gegen Elite, ich halte mich ja auch irgendwie dazu, dass die teilweise sozusagen die Rückkopplung. Aber ist das vielleicht deshalb ein Grund, warum so viele neue Listen reingekommen sind? Das ist, glaube ich, dass man gesagt hat, die Etablierten, die sind mir zu sehr von der Welt? Nein, ich würde sagen, das muss untersucht werden. Und zwar, es gibt ja jetzt einmal Migranten, ja, also Ausländer zugezogen, jetzt Rüsselsheimer, ja, die auch eine gute Ausbildung haben, die auch also keine Loser, sondern Aufsteiger sind, Unternehmer sind, Interessen haben und die müssen sich natürlich oder werden sich immer organisieren. So. Und dann müssen halt die großen Listen, nochmal CDU und SPD, zum Beispiel im letzten Drittel mal gucken, da haben die ganz altgediente Leute hingesetzt. Ja? Also Zugnummern, aber die wollten nichts mehr werden und dann sitzen die hinten und ziehen natürlich auch kräftig Stimmen. Aber die, sagen wir mal, die größeren Listen, wer das jetzt auch immer mag, kann sich ja jeder aussuchen, haben es nicht geschafft, sozusagen da mal aufzuräumen und sagen, wir machen Platz. Da wird dann so mal der Grieche, der Türke und so weiter wird gesucht, Hand ausgelesen, auch bekannte Leute. Aber sag mal, für so eine experimentelle, mutige
neue Rüsselsheimer, ja, da sind diese klassischen Parteien auch zugemauert, ja, weil das natürlich auch Unwägbarkeiten, Unsicherheiten brachte. Was ich gut fand als Beispiel war, was die Raunheimer gemacht haben, die Raunheimer SPD. Die sind ja mit der ganz neuen Liste aufgedreht. Das sollte man mal untersuchen, was die dort anders gemacht haben. Dass die sich intern vielleicht auch reiben, ist auch klar. Mhm. Aber da könnte man mal hingucken, könnte sagen, die haben da so ein tolles Konzept gehabt, das können die SPD, die WSR und die Freien Wähler, könnt da mal hingucken und sagen, was haben die anders in ihrer Ansprache gemacht, ja? Aber das kann ich jetzt heute Abend nicht entscheiden und das ist eher so ein subjektives Beobachtungsmoment, dass so, wenn ich mir das letzte Drittel von den großen Listen angucke, da sitzen alte Leute drauf. Also, ne, so. Nicht, weil ich was gegen alte Leute habe, aber die nehmen ja Platz weg, damit neue reinkommen. Und das sollte man vielleicht das nächste Mal überlegen, dass man vielleicht das öffnet. Denn es kann ja nicht beim nächsten Wahlzyklus 17 Listen sein. Es muss ja wieder irgendwie ein bisschen konzentriert werden. Ja. Gut, zum Schluss eine Frage, die muss ich stellen, sonst kriege ich von den anderen geschlagen. Jetzt mal eine ganz kurze Sichtweise von dir. Was ist jetzt mit dem Freien Wählern passiert? Das ist, ich glaube, ohne jemand nahe zu treten, das war ja eine kleine Liste, das waren so 2-3 Leute und der Robert Adam Frick hat das Richtige gemacht, der hat nämlich gesagt, wir müssen 15 Leute sein. Und dann hat er halt eingeladen, so, und da gibt es halt Leute, sagen wir mal wieder Adnan oder die anderen Freunde, die der eine ist dann mehr eher bürgerlich, der andere ist vielleicht eher sozialdemokratisch, die kommen dann zusammen, unterschiedliche Temperamente. Und wenn dann sozusagen der eine, sag mal, wie ich, eher konzeptionell arbeitet und sagt, was macht, Freunde, wir haben hier eine Liste, stößt das natürlich gegen ein Politikverständnis, das man so aus der Lameng macht. Das sind Sachen, die dann vor allem dann entschieden werden muss, weil ja auch entschieden werden muss. Ich will das jetzt nicht überbewerten. Das sind, hängen auch, Platzhirsch war auch eine schöne Nummer. Ich bin ja auch jetzt nicht gerade der aus dem Weg geht, wenn man ihn angeht und so weiter. Ich halte das aber für teilweise überbewertet, schalte mich da raus. Auch das wird sich klären. Und da sollte man auch so Sachen wie Ausschluss und so ein Zirkus, das sind alles für mich keine guten Sachen. Aber ich bewerte es nicht über, weil ich ja weiß, dieser Begriff Freie Wähler, ja, das hat ja auch was Revolutionäres oder irgendwas, was emanzipatorisch ist. Und da muss man gucken, dass so diese Markenname, der sich ja gerade auch ein bisschen aufbaut, dass man ihn nicht beschädigt. Aber das sind halt normale Rumpeleien. Geht mal ein Bier trinken, gut ist. Also ich würde das nicht überbewerten, obwohl es natürlich auch so ein bisschen auch an die eigenen Nerven und geht, weil das belastet natürlich schon, wenn... Gut, ist dann in der Presse, ne? Ja, das ist ja kein Thema. Ich meine, wer öffentlich kegelt, muss auch öffentlich nachzählen lassen. Ich halte das ja auch aus. Aber es ist ja nicht nur, ich bin ja kein Alleinturner, wir haben ja 15 Leute auf der Liste gehabt und die sind ja dann auch davon irgendwie betroffen und deswegen muss man gucken, dass man ein bisschen abkühlt, entspannt und guckt, wie es jetzt geht. Aber in der Sache, inhaltlich, muss man sagen, ich habe eine Position, der andere hat eine Position und da geht es halt, dass man sagt, weil einer jetzt ein Papier hat, gehe ich raus. Also meine Stellungnahme kam ja nach dem Raustritt und nicht vorher. Also da ist immer Kausalität zu beachten und ich bin halt der Auffassung, wir haben halt Positionen von AÖR erhalten, bis sonst was und wir haben nicht nur also wir sind keine Ein-Punkt-Sache und also ich bin da immer zuversichtlich. Ich habe schon viele Kräche mitgekriegt, da gibt es auch wieder viel Friede. Ja. Gut. Jetzt kannst du im Grunde genommen zum Schluss dieser Sendung sagen, das, was du als Moderator von Rüsselsheim aktuell, also der Stadtverordnetenversammlung, ja nicht so sagen kannst in dem Stil, was du der Stadtverordnetenversammlung für die nächsten 5 Jahre wünscht. Gelassenheit, mehr miteinander zu reden, auch interfraktionell und zwar auch unabhängig von den Fraktionen miteinander kennenlernen, geht in die Opelwelle, in die Ausstellung zusammen, geht bei Wein an Main, setzt euch unter die Leute, streitet euch, aber wie gesagt, hinterher wieder zusammenkommen und Ruhe, keine Gelassenheit. Manchmal auch ein bisschen Tempo rausnehmen und oder manchmal auch sagen, wir müssen mal unsere Beschlüsse auch 5 Jahre durchhalten. So, also ich würde sagen, es geht wie immer gut aus. Wir wünschen alles Gute, ja. Und es wird spannend. Kommenden Donnerstag um 18 Uhr. Die hoffentlich live übertragen. Bis jetzt hat es immer geklappt, ne? Hoffentlich, müssen wir nochmal erklären, warum hoffentlich. Hat das mit mir zu tun? Nein, das hat was mit den Stadtverordneten zu tun. Ja, genau. Also das ist so, es gibt keinen gesetzlichen Anspruch auf Live-Übertragung per Radio, sondern es gibt ein Zugangsrecht für die normale schreibende Presse. Und das Radio muss dann jedes Mal, der Vorsteher muss jedes Mal den Antrag stellen, ob das live übertragen wird. Und dann kriegt man ja in der Regel Zustimmung. Bis jetzt war es immer so, ne? Ja, genau. Also wir sind schon professionell und können zwischen unseren politischen Leidenschaften und der Information des Rüsselsheimer, der Rüsselsheimer Hörer unterscheiden. Wir sind nämlich Profis. Also ich
versuche professionell zu arbeiten. Immer. Gut, das lassen wir jetzt mal als Schlusssatz. Das war heute mal eine etwas andere Ortszeit. Mhm. Vielen Dank übrigens an Marc Irm, der uns die Sendezeit zur Verfügung gestellt hat. Und für alle Leute, die vielleicht jetzt erst eingeschaltet haben, haben gesagt, Mensch, das hätten wir doch noch ein bisschen ausführlicher gehört. Morgen wird es um 8 Uhr wiederholt, quasi so als Frühstücksradio. Genau. Gut. Heute im Studio. Achim Weidner und? Der Hartmut Krause. Und wir bedanken uns beim Zuhören und verabschieden uns doch jetzt noch mit einem Corona-Lied. Oh ja, cool. Ja.